wusste Morello von meinem Deal. Lauter Schläger in dieser Stadt. Bringen wir den Fusel in die Lagerhalle und versuchen, nicht draufzugehen. Ich wusste, dass noch mehr kommen. Okay, bremsen wir sie aus. Trefft sie, wo es wehtut! Ich kann auch rückwärts schießen. Ha! Ha! Oh oh. Hat noch mehr auf uns gehetzt. Kuckuck. Noch ein Wagen hinter dem Fuseltruck. Oh oh. Kein Problem. Alles unter Kontrolle. Ich habe alles gegeben. Es hat aber nicht gereicht. Woher wusste Morello von meinem Deal? Lauter Schläger in dieser Stadt. Bringen wir den Fusel in die Lagerhalle und versuchen, nicht draufzugehen. Excuse me? Ich wusste, dass noch mehr kommen. Okay, bremsen wir sie aus. Ja, das Ding ist, ich komme nicht mal hinterher mit dieser blöden Möhre. Hallo, runter von der Straße, Mann! Los geht's. Morello hat noch mehr auf uns gehetzt. Noch ein Wagen hinter dem Fuseltruck. Fuck! Okay, der ist raus. Nice. GG. Kein Problem. Warum ist hier eine Polizeisperre? Oh oh. Oh oh. Yep. Easy peasy, kein Problem. Wir haben ja genug Rallye gefahren. Wir sind genug Rallye gefahren im letzten Teil. Jetzt, wo willst du hin? Das hört nicht mehr auf, was? Okay, Motor ist im Arsch, großartig. Oh, was ist das für ein Foto wäre hier? Fast eine Rakete. Haben wir jetzt alle zerlegt? Wir haben sie alle abgeschüttelt. Dem Himmel sei Dank. Auf nach Hause. Mal sehen, was wir haben. Wir haben den Fusel. Ist zwar nicht nach Plan verlaufen, aber... Den Fusel haben wir. Ja. Und heute Abend kippen wir uns was hinter die Binde. Das haben wir uns verdient. Ich hab nicht gerade was anderes geguckt. Nee, ich hab auf die Straße geguckt. Da ist mal schön an der Einfahrt vorbeigefahren. Huch! Huch! 38er. Haben Morellos Jungs euch erwischt? Ja, Boss. Haben sie erledigt. Was ist mit dem Jungen aus Kentucky? Hat eine Kugel abgekriegt. Aber der ist hart im Nähen. Er und seine Jungs sind abgehauen, als wir mit Morellos Leuten fertig waren. Es gibt Gates und seinem Papi einen Grund mehr an. Morello kann Whisky zu verticken. Gut, mal sehen, ob der Fusel den Ärger wert war. Exzellent. Ich bespreche alles mit dem alten Gates. Und sobald das mit dem Kentucky-Stoff läuft, sind wir wieder im Geschäft.
Gute Arbeit, Junge. Bin stolz. Bin auf alle stolz. Saludo. 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 Easy peasy. Klingt, als wäre Salieri kurz vor dem Durchbruch gewesen. Ja, sah ganz so aus. Aber dann war die Prohibition rum. Und die Schwarzbrennerei war mit einem Schlag überflüssig. Das Gekämpfe um den Fusel war ein für alle Mal vorbei. Hat ein paar Jahre gedauert. Aber als wir uns dann erholt hatten, Junge, ging's uns gut. Das Geld aus dem Moonshine und aus dem kanadischen Whisky haben wir in neue Deals gesteckt. Ein paar sogar legal. Baugewerbe, Restaurants, Transport, Glücksspiel, wir hatten überall die Hände drin. Außer beim Rauschgift. Und 35 waren wir wieder oben auf. Es kam regelmäßig gutes Geld rein. Moin, ich hatte eine Frau und eine Tochter. Sam schmiss einen Laden für den Don. Und sogar Paulie hatte ein paar eigene Dinge am Laufen. War nicht wirklich glücklich, aber wie sagt man... Zufrieden. Ja, genau. Und Salieri, der wollte dann endlich aus Morellos Schatten treten. Vielleicht eigene Cops schmieren und eigene Politiker. Klubles Mann. Interessant. Hat Salieri 1934 Politiker geschmiert? Möglich. Warum? Tja, vor ein paar Jahren hat die Sitte einen Richter wegen Missbrauchs eines Minderjährigen erwischt. Im Knast hat der Kerl eine Menge Zeug gestanden und wollte dafür natürlich eine Strafmilderung. Er hat zugegeben, von Morello und Salieri Schmiergeld genommen zu haben. Wollte sie gegeneinander ausspielen, aber als Morello davon Wind bekam, drohte er, seine Kinder am Strand zu verbuddeln, lebendig natürlich. Scheiße. Jetzt wird mir alles klar. Erzählen Sie. Morello hat uns immer ans Bein gepisst, aber er hat nie einen offenen Krieg riskiert. Als er erfuhr, dass Salieri an seinen Richter ran wollte, muss er ausgetickt sein, denn 35 ging's dann so richtig zur Sache. Herr Spenguin, danke schön, dass du den Sub verlängerst. Vielen Dank. Auf sein Gesicht, klebe es ihm voll aufs Gesicht. Tommy! Oh, hey Boss, alles klar? Gut, dass du da bist. Dir, Boss. Ich will zu Pepe zum Mittagessen, aber Kano ist krank. Fährst du mich? Klar, Boss. Bravo. Bin schon am Verhungern. Hey, King Orgi. Hast du eine Waffe? Ja. Brauche ich sie denn? Ach, du weißt doch. Morello hat lang nichts von sich hören lassen. Ich bin einfach nur vorsichtig. Was ist denn das für ein Gefährt hier? Wie läuft das Geschäft, Tom? Sie wissen, wie es läuft. Gut. Sicher, ich kenne das Geschäft. Ich sehe mir jeden Tag die Bücher an. Aber seit diesem Vorfall weiß ich, dass ein Capo mit seinen Soldaten reden muss, ohne dass jemand dazwischen funkt. Jetzt mit besseren Leuten zu tun. Und mir gefällt das mit den großen Tieren, die auf der Schmierliste stehen. Alles ist besser als die Gauner, die ihren Fusel vor Aufhebung der Prohibition verhökern wollen. Ah, das ist nur der Anfang, Tom. Ich habe Pläne. Viele gute Leute, die mitmischen wollen. Gut zu hören. Hey, Beef, moin. Nutzt den Herd einfach nicht oft genug. Ich nutze ihn nicht oft genug, um zu wissen, wie man die Kindersicherung rausmacht. Oh, moin. Ist bestimmt schön, von Pauli und seinen verrückten Ideen mal weg zu sein. Die Unterhaltung ist besser, Boss. Stimmt. Natürlich. Aber ich, Sam und Pauli, wir sind ganz eng. Wir haben schon viel zusammen durchgemacht. Ah, kann ich mir vorstellen. Bergauf haben sie alle Schwierigkeiten, ne? Was denn? Was ist los?
Ich hatte das auch schon mit der Sicher. Ah, okay. Ja, ich hatte das letztens, hatte ich das auch, dass das nicht ging, aber da war beim Topf irgendwie Schmutz unten dran und dann hatte, ging die Induktion irgendwie nicht los. Super weird. Das war super weird. Oh, das ist aber eine schnelle Rakete hier. Ich glaube, wir hatten noch keinen, der so schnell gefahren ist, oder? Den haben wir fast auf 80 gekriegt. Mann, Mann, Mann! Nicht schlecht, Herr Specht. Oh, jetzt habe ich das mit der Kindersicherung verstanden und der Freundin. jetzt habe ich den Witz erst verstanden. Oh, hat der lange gebraucht. Oh Mann. Naja. Ich freue mich schon die ganze Woche. Das hat richtig lange gedauert. Du musst unbedingt die Cassata probieren, Tommy. Ah. Gigi. Oh, mehr Wein. Hey, mehr Wein. Beeilung. Still. Wo ist eigentlich Sarah? Den Wein lieben ist dann. Dolce Salieri. Willkommen, mein Freund. Willkommen. Schön, dich zu sehen, Pepe. Hey, los. Unser Gast ist da. Was gibt's denn heute Feines? Meine Mutter, sie wäre geehrt, wenn Sie Ihre Caponada probieren. Ausgezeichnet. Bravo, bravo. Molto bene. Oh, hier ist Ihr Platz, ja? Setzen Sie sich bitte. Und zum Essen einen Chianti. Extra für Sie reserviert. Ja, bene, bene, bene. Okay. Zum Wohl. Ich freue mich, dass du trocken bist. Sarah hatte gedroht, mich zu verlassen. Ich weiß. Sie hat's erzählt? Nein. Ich habe es ihr geraten. Wow. Trinke werden nachlässig. Du sollst nichts machen, was wir nicht verzeihen können. Für Sie? Ah, Pepe, das Essen ist köstlich wie immer. Oh, molto grazie, Don Salieri. Ein Lob von einem Gourmet wie Ihnen ist eine große Wenn Freude. Wenn du wüsstest, was ich gestern gegessen habe. Don? Schade um den Wein. Hey, Salieri! Komm raus, dann machen wir es schnell! Räucher sie aus, Joe. Scheiße, Deckung! Tut das Not? Ist mittags um 12. Du lässt die Leute doch mal in Ruhe essen da. Diese scheiß Granatäpfel, die haben Nachspeise, haben wir noch nicht bestellt, Junge. Wir waren noch im Hauptgang. Und Pepe ist ein Restaurant, Mann. Wir gehen lieber hinten raus. Können Sie laufen? Nicht schnell genug. Wir werden diesen Schweinen auflauern. Ich lenk sie ab, du schleichst dich raus und überraschst sie von vorn. Wirklich, Boss? Mach sie fertig, Tommy. Geht keiner mehr heim. Na klar, wir fahren jetzt erstmal schön mit einem LKW in der Mitte durch, Junge. Mach einfach schnell, ja? Na klar. Wo muss ich denn hin? Mach diese Penner fertig, Tommy. Erledige sie. Da gab's erstmal einen Headshot, mein Freund. Entschuldigung, ich muss mich mal ganz kurz nochmal heilen hier. Uno momento, per favore. Don Salieri, warten Sie, ich komme gleich. Da hat sich doch gerade einer hingesetzt. Oh, Moment!
Okay, der Plan war anders. Ich habe meine Munition nicht gecheckt und bin mit 2 Schuss losgelaufen. Das hat nicht funktioniert. Was eine Scheiße. Hm. Hätte ja auch ein Headshot werden können, ne? Oh, was denn? Ich muss das machen. Dieses Foto. Ich glaube, ich muss heute Abend mal ein paar Fotos machen bei mir zu Hause. Alle dead. Alles sauber. Du hast echt Eier. Hast mir echt den Arsch gerettet, Tom. Wir müssen weg, Boss. Die Cops sind gleich da. Wir brauchen einen Moment, um etwas Luft zu holen. Ich fahre sie zurück zur Bar. Nein, nicht zur Bar. Wir gehen zu Carlo. Der Hurensohn wusste, wo ich hin wollte. Und hat auf krank gemacht. Er hat sie verraten. Uns, Tom. Du hättest auch drauf gehen können. Ja, ich weiß, Boss. Carlo wohnt mit seiner Kleinen in Holbrook. Bin gespannt, was ihm zu der Sache einfällt. Der gerade die Haarbombe getroppt, sag mal. Gib Gas, Tom. Jede Minute, die Carlo länger am Leben ist, macht mich wütender. Klar, Boss. Unfassbar, diese Bastarde wagen es, mein Auto zu schrotten. Okay. Das muss Carlo gewesen sein, oder? Sein Alter und Morello waren enge Freunde, als wir anfingen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ob bei seiner Beerdigung da heult, bei seinem Sohn werde ich lachen. Seine Mutter ist Witwe, Tom, und jetzt sorgt er dafür, dass sie ganz alleine ist. Wozu? Für Kohle, um Stoff zu kaufen und für meinen Fußabdruck im Gesicht. Weißt du was? Ich bin froh. Froh, dass es passiert ist. Ein Maulwurf weniger. Und endlich kommen wir an Morello ran. Heute ist es soweit. Fühlt sich so an. Ja. Okay. Oh, wow. Nimm einen Karl auf. Gib ihm einen Platz in der Familie und zeig ihm Respekt. Auch so durch. Zahlt er seinem Soheim? Wenn er es war, wo hat er uns noch verpfiffen? Die Farm, das Wettbüro, der Hinterhalt in der Parkgarage, das könnte alles er gewesen sein. Kommen jetzt die Paranoia durch, oder? Mein Gott, jemand hat uns jahrelang bei Morello verpfiffen. Und wir kommen erst drauf, als der Typ versucht, mich kalt zu machen? Hallo, du kleine Arschmade. Schön immer gegen den Verkehr parken. Boss, warum lassen Sie mich nicht vor? Carlo erwartet uns vielleicht schon. Nein, Tom, mein Gesicht ist das erste und letzte, was das Schwein zu sehen kriegt. Verdammt, was? Verdammter, mieser Penner! Verschwinde, du Kleiner. Ich mach dich fertig, Carlo. Und der war noch steif, Mann. Don Salieri, Mann! Der war noch steif! Hey, Boss. Ja, hol kurz Luft. Etwas außer Atem. Yeah. Junge, verdammt ist der schnell! Knapp in dir! Eieieiei, auf eine steife Nudel mit dem Knie. Oh, Mann! Hilfe! Ich brauche Hilfe! Komm zurück, Carlo! Boy. Sie bringen mich um! Wir sind nicht fertig mit dir! Ich kann's erklären! Denk drüber nach, Tom! Bitte! Lass mich mit dem Boss reden. Ich kann's erklären. Was machen wir hier? Tommy, hör mir zu. Morello, er wollte meine Mutter töten. Ich musste es tun. Ich wurde gezwungen, Tommy. Bitte. Lebt er noch? Huch. Bin nicht sicher.
Don? Jetzt wissen wir es. Hey, Starch, wie geht's? Alles klar? Sicher. Wer ist das? Warte. Ist das Gordy? Ja, hey Gordy, was läuft, Mann? Hab dich kaum erkannt. Was hat er gemacht? Du sagtest, es gibt Probleme unten bei den Dogs, hm? Ja, aber das kriege ich schon hin. Tja, hab mich umgehört. Der Kerl hat einen Streik geplant. Streiks sind schlecht fürs Geschäft. Es sei denn, wir haben Interesse daran. Richtig. Ich will, dass die Gewerkschaft eine neue Führung kriegt. Meinst du nicht auch? Klar. Gut. Gut. Was ist mit der anderen Sache? Darum bin ich hier. Salieri lebt noch. Oh. Gott verdammt! Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Unsere Männer sind tot. Das Restaurant ist hinüber. Hör auf zu jammern! Wir besprechen hier was. Was ist mit Carlo? Haben ihn gefunden. Der Kopf war matsch wie eine überreife Wassermelone. Hab sowas noch nie gesehen. Salieri hat rausgekriegt, dass Carlo unser Mann war. Verdammt, ich kann so nicht denken! Es wird Come Krieg. Baby, give daddy ich some hab love. Gesagt, du sollst das Maul halten. Wir sind im Krieg, seit wir Pepone töteten. Aber jetzt wird es hässlich. Was soll ich machen? Dreh deine Runden. Seid wachsam und haltet die Knarren bereit. Okay. Ich werd's durchgeben. Hey. Pass auf dich auf, Bruder. Du auch, Don Morello. Ja, ich glaube, da bahnt sich was an. Hans Benger, danke schön für 62 Monate. Das ist ganz schön brutal. Ach, das ist noch nicht brutal. Das ist noch nicht brutal. Das ist alles nur Streicheln und geht als Kuscheln durch. Happy Birthday. Wir stehen am Anfang von was Großem. Denkst du? Oh, mittlerweile stehen wir halt schon mit Ziffern hier, ne? Don zu töten. Nicht Tommy, nicht Pauli, nicht sonst wen. Das gibt Krieg. Ich bin bereit. Hoffentlich. Ey, du wirst oben gebraucht. Ich gehe sofort hoch. Wir haben Krieg, Tom. Von heute an ist Krieg. Hey. Buffalo Soldier. Hab noch keinen Ärger gehabt. Wo ist die Treppe nochmal gewesen? Gintex, moin. Jungs, oh, Moment. Wir reden gleich. So einen Tisch hätte ich ja auch irgendwann mal gerne, ne? So einen richtig schönen Mittagstisch, du. Und dann mit der ganzen Familie Mittagessen. Das wäre doch toll, oder? Der Don hat Carlo uns jenseits befördert? Nicht du? Ja, war unschön. Hat wohl noch Blut in den Adern. Carlos nicht mehr. Ich hoffe, du bleibst anständig. Ich will rund um die Uhr wachen. Hier, bei der Lagerhalle und in all unseren Geschäften. Was ist mit den Leuten, die wir schützen? Wir kümmern uns erst um unsere Leute. Ich werde nicht vergessen, wer die Seiten wechselt. Wir sind in Position. Gut. Also schnappen wir ihn uns endlich. Bald.
Aber das müssen wir ihn klein kriegen. Morello hat Polizei und Politik, sogar ein paar Richter in seiner Tasche. Die können wir nicht alle bestechen. Wir müssen sie davon überzeugen, Morellos sinkendes Schiff zu verlassen. Wenn wir den richtigen Idioten kalt machen, wissen die anderen, dass Morello nicht gut ist. Für die Gesundheit. Als erster ist dieses Arschloch dran. Ghilotti. Der Stadtrat sieht immer noch rot wegen seines toten Kindes und wird sich nie gegen Morello stellen. Mann, der Kerl macht uns seit 32 Probleme. Lassen Sie mich ihn ausschalten, Boss. Was glaubst du, warum du hier bist? Vinny hat alles geplant. Der Stadtrat feiert seinen Geburtstag mit einem Riesenfest auf einem Dampfschiff. Er zieht alle Register, Fusel, Frauen, Feuerwerk. Er wird sogar vor der Presse sprechen. Die Triple F-Party-Chat. Die ganz normale Nummer, ein paar Typen mit Knarren. Niemand sonst wird einen Finger rühren, um diesen Drecksack zu beschützen. Okay, ich gehe auf die Party und knall ihn ab. Langsam, Kleiner. Ghilotti ist korrupt, aber ist nicht dumm. Seine Leute werden jeden nach Waffen durchsuchen. Du kannst nichts mitnehmen. Was dann? Werfe ich ihn dann einfach über Bord? Wird mal nicht übermütig. Du wirst ihn trotzdem abknallen, verdammt nochmal. Sobald du an Bord bist, schleichst du dich in die Toilette. Ein Bootsmann hat dort für dich einen Revolver versteckt. Dann bleibst du unauffällig. Ruhig. Markier bloß nicht den harten Mann, bis Ghilotti auftaucht. Warte, bis der Bastard mit der Rede beginnt und erst dann verpasst du ihm eine zwischen die Augen. Die ganze Welt soll das sehen und darüber sprechen. Klar. Aber wie komme ich wieder zurück an Land? Sam und Pauli sind an den Docks und kümmern sich drum. Triff dich mit ihnen. Sie werden dir alles Weitere erklären. Okay. Ghilotti ist erledigt, Boss. Ab morgen sind sie ihre Sorgen mit ihm los. Bezweifle ich nicht, Tommy. Buona fortuna, Tom. Das ist wie drei Komponenten Kleber-Chat. Frauen, Fusel, Feuerwerk und die Party läuft. Finde ich gut. So, was nehmen wir denn für ein Auto? Vielleicht das hier, oder? This is part of our series looking back over the president's plans and results since his inauguration. Ja, was soll ich dir jetzt noch einen Zettel schreiben, wo du hinfahren sollst? Nun fahr los, komm in der Gänge. This is a great national crusade. A crusade to destroy forced idleness, which is an enemy of the human spirit generated by this depression. Mann. Die müssen alle mal ein bisschen üben in ACC. Fahren alle wie Omas hier. Moment. Ich dachte kurz, meine Freundin schießt und gleich wieder da.